Immer mehr Fahrzeuge sind auf deutschen Straßen unterwegs. Die Zahl der Verkehrstoten ist dabei in den letzten Jahren in Deutschland immer weiter gesunken. Als Ursache nennen Experten die gestiegene Fahrzeugsicherheit. Die Zahl der Unfälle aber steigt. Polizei und Unfallforscher stellen fest, Routinesituationen im Verkehr verleiten Autofahrer immer häufiger zu riskantem Verhalten. Nachrichten schreiben, telefonieren und selbst fotografieren während der Fahrt finden immer häufiger statt. Jeder vierte Unfall in Deutschland soll bereits auf Ablenkung am Steuer zurückzuführen sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Autoclub Europa, ACE. In Zivil beobachtet Kommissar Michels den Verkehr in Köln. Er schaut nach Fahrern mit Telefon in der Hand. Fahrer männlich, Handy war auch zu erkennen. Einige hundert Meter weiter warten bereits seine Kollegen. Michels informiert sie per Funk über seine Beobachtung. Wiederhole ich, ein weißer Smart-Handy mit der rechten Hand in Höhe des Oberkörpers gehalten. Der Wagen wird gestoppt. Kommissar Müller informiert den Fahrer, einen 55-jährigen Kölner. Der Kollege hat uns durchgegeben, dass sie das so an der Hand gehalten haben während der Fahrt. Der Fahrer sagt, er habe sein Handy nur in der Hand gehalten. Ja. Problem ist, das Halten und Aufnehmen des Mobiltelefons erfüllt bereits den Tatbestand. Ja, das heißt, während der Fahrt dürfen Sie das Telefon nicht halten und auch nicht aufnehmen. Seit 2001 ist Telefonieren am Steuer verboten. Dass auch das Halten eines Handys nicht erlaubt ist, wissen viele nicht. Mich hat gerade ein Kunde angerufen und da drücke ich bei meinem Handy auf einen Knopf drauf. Ansonsten habe ich das hier in meiner Tasche. Ich habe eine Freisprechanlage und das funktioniert auch. Handy am Steuer gilt nicht als Bagatelle. 60 Euro und ein Punkt in Flensburg sind die Folge. Ich kriege ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Ich überlege mir, ob ich das meinem Anwalt gebe und dann mal gucken, ob man was draus macht. Ich halte es in dem Punkt, sage ich ganz klar, für eine Erbszählerei. Doch die Zahl der Unfälle durch abgelenkte Fahrer steigt. Deshalb die Kontrolle. Nur wenn Michels eindeutig ein Handy erkennt, informiert er seine Kollegen. Es darf auch da kein Zweifel bei mir herrschen, weil ich sonst nicht durchgeben würde. Ich muss es sehen und ich bin der Zeuge auch dann für den Verstoß, auch wenn ich es dann an die Kontrollstelle weitergebe. Also ich gebe den Anlass dort zum Tätigwerden. Schon meldet der Kommissar den Nächsten. Schwarzer Porsche Geländewagen, männlicher Fahrer. Von rechter in die linke Hand, Sprechbewegungen erkennbar. Der Fahrer streitet ab, ein Handy in der Hand gehalten zu haben. Kommissar Müller fragt nach. Hatten Sie denn irgendwas anderes in der Hand, wenn Sie sagen, Sie hätten kein Telefon in der Hand gehabt? Kaum ein Fahrer gibt zu, dass er telefoniert hat. Auch diesmal soll kein Handy im Spiel gewesen sein. Die Erklärung? Ja, er sagt, er hatte eine Verletzung an der Seite am Ohr. Hätte eventuell die Hand dahin gehalten, aber telefoniert habe er nicht. Ja, Sie hören ja viel. Ja, die Ausreden sind wie das wahre Leben. Ob Ausrede oder nicht, rund 14.000 Fahrer hat die Kölner Polizei allein 2013 mit dem Telefon in der Hand gestoppt. Ich denke, das Unrechtsbewusstsein ist einfach noch nicht bei jedem so vorhanden. Und viele Leute sind sich nicht bewusst, wie gefährlich wirklich das Telefonieren während der Fahrt ist. Geht Verkehrserziehung da nur über den Geldbeutel? Leider ja. Also die Erfahrung hat gezeigt, man kann 20 Mal du sagen und lernen tut man wirklich nur dann, wenn es ans Portemonnaie geht. Auch den nächsten Fahrer erwarten 60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Schönen guten Tag, Müller ist mein Name von der Polizei Köln. Wir haben Sie angehalten, weil Sie während der Fahrt Mobiltelefon oder Smartphone gehalten oder benutzt haben. Auch dieser Mann streitet ab, ein Telefon in der Hand gehabt zu haben. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber ne, so, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe hier definitiv kein Handy. Sein Handy steckt in der Autohalterung. Doch das beweist weder Schuld noch Unschuld. Gegen den Bußgeldbescheid kann der Fahrer Widerspruch einlegen. Doch in der Regel nützt das wenig. Kommissar Müller hat noch einmal mit seinem Kollegen an der Kreuzung gesprochen. Einmal die Papiere zurück. Also ich habe mich gerade noch mal bei dem Kollegen von mir vergewissert. Er hat mir definitiv gesagt, Sie haben ein elektronisches Gerät in der linken Hand gehalten und mit der rechten Hand drauf getippt. Gut, wenn er der Meinung ist, dann belassen wir das erstmal so. Ich krieg ja Post, ne? Jawohl. Gut, dann werde ich mich dazu dann nochmal schriftlich äußern. In knapp 2 Stunden stoppt die Polizei 14 vermeintliche Handysünder. Die Kontrollen sind deswegen so wichtig, weil das Telefonieren im öffentlichen Straßenverkehr, während man ein Fahrzeug führt, definitiv gefährlich ist. Man achtet nicht auf den Verkehr, man ist abgelenkt und es kommt nach wie vor sehr schnell zum Unfall.
2013 gab es in Köln rund 8000 Unfälle ohne erkennbaren Grund. Viele führt die Polizei auf Ablenkung am Steuer zurück. Mal eben eine Nummer suchen, schnell eine SMS schreiben. Handy, Navi und Co. sind gefährliche Ablenkungen. Eine oft unterschätzte Gefahr. B54 zwischen Herdecke und Dortmund. Hier kommt es im Februar 2014 zu einem schweren Unfall. Die Folge? Eine Tote, zwei Schwerverletzte. Kommissar Dietmar Trust von der Polizei Ennepe-Ruhr zeigt uns die Unfallstelle. Wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Für uns war im ersten Moment vollkommen unklar, wie auf dieser recht freien Strecke die 21-Jährige ganz plötzlich in den Gegenverkehr gefahren ist. Zeugen haben gesagt, sie haben plötzlich gesehen, dass sie einen Schlenker gemacht hat und dann plötzlich auf der Gegenfahrbahn war und frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen ist. Der Tod der jungen Frau, die Schwerverletzten, dieser unerklärliche Unfall schockiert selbst einen erfahrenen Polizisten wie Dietmar Trust. Ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit über 30 Jahren bei der Polizei, aber solche Bilder lassen einen einfach nicht los. Man sieht Kollegen, die zusammen mit der Feuerwehr die 21-Jährige geborgen haben, auch die beiden Unfallbeteiligten, blutverschmiert mit Schädelbruch, die dann auch mit dem Hubschrauber weggeflogen werden muss. Das sind schreckliche Bilder, die sich in einem festsetzen. Das möchte man nicht haben. Ein Gutachter untersucht später genau den völlig zerstörten Wagen der getöteten Unfallverursacherin. Im Inneren des Autos findet er die mögliche Ursache, ihr Handy. Das Handy war im Fußraum, es war an und man konnte feststellen, dass Nachrichten eingekommen sind. Ob es jetzt WhatsApp, SMS oder ähnliche Nachrichten gewesen sind, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es sind Nachrichten angekommen und das passt ungefähr auch mit der Unfallzeit zusammen. Das Handy kann am Steuer zur tödlichen Gefahr werden. Doch viele nehmen das nicht ernst. Wer erlebt es nicht, wenn man an der Ampel steht? Rechts telefoniert einer, links schreibt einer SMS. Es ist immer wieder ein großes Problem, dass durch diese Unaufmerksamkeit viele Unfälle passieren. Bei ungeklärten Unfällen beschlagnahmt die Polizei deshalb jetzt oft Handys. Universität Duisburg. Wir treffen Roger Zwiehoff vom Automobilclub Europa. Der ACE hat in einer Studie untersucht, wie Handy und Co. das Fahrverhalten beeinflussen. Man hat festgestellt, dass zwar die Anzahl an tödlichen Unfällen abgenommen hat, gleichzeitig ist aber die Unfallhäufigkeit größer geworden. Das heißt, wir haben mehr Unfälle und wir sind gerade dabei herauszufinden, woran liegt denn das eigentlich? Und eine starke Vermutung ist, dass es gerade die Ablenkung im Fahrzeug ist. Im Simulator der Universität wollen wir das testen. Lara fährt seit 5 Jahren unfallfrei. Auch sie ist am Steuer manchmal abgelenkt, gibt sie zu. Das Navigationssystem bedienen, auf jeden Fall ab und zu, dann SMS schreiben, aber häufiger würde ich noch sagen, telefonieren. Also das ist das, wenn ich was viel machen würde oder mache, dann ist es das Telefonieren. Test Nummer 1, eine Stadtfahrt. Das Handy klingelt, Lara geht dran, fährt trotzdem aufmerksam. Einen plötzlich auftauchenden Ball erkennt sie, kann rechtzeitig bremsen. Doch Experte Roger Zwiehoff sieht mehr. Die Reaktion ist verlangsamt. Der Unfall ist zwar vermieden worden, aber die Situation ist schon sehr, sehr kritisch und man sieht also die Ablenkung ganz deutlich. Test Nummer 2. Bei Tempo 60 tippt Lara eine SMS. Dabei schaut sie längere Zeit auf das Handy, hat die Straße nicht im Blick. Mehrfach gerät sie auf die Gegenspur, muss korrigieren. Und dann passiert es. Fast 6 Sekunden schaut sie nicht auf die Fahrbahn, übersieht deshalb ein ausparkendes Fahrzeug. Oh! Mist! Das wird ganz deutlich, dass man die Fahrbahn gar nicht mehr im Blick hat in dem Augenblick und an den Stellen natürlich besonders abgelenkt ist. Test Nummer 3, Autobahn. Bei Tempo 130 soll Lara das Navigationsgerät programmieren. Ihr Blick weicht von der Straße ab. Der Vordermann bremst. Lara kann gerade noch ausweichen. Das Navigationsgerät ist natürlich so angebracht, dass man die Fahrbahn immer so ein bisschen mit im Blick hat. Aber das ist eigentlich nur eine trügerische Sicherheit, die man da hat. Denn die Ablenkung ist doch auch hier wieder ganz deutlich.
Test Nummer 4. Mit einem Sandwich in der Hand durch den Stadtverkehr. Genauso gefährlich wie telefonieren. Lara schafft es nicht, vor einem Ball zu bremsen. Mist. Crash. Die Tests zeigen, jede Nebentätigkeit am Steuer ist eine deutliche Ablenkung. Eine Gefahr, der sich viele Autofahrer nicht bewusst sind. In der Stadt, 60 Stundenkilometer, schafft man es eine Sekunde nicht auf die Fahrbahn geschaut. Sind 16,8 Meter, die man zurücklegt. Das ist ungefähr die Länge eines LKWs bzw. die Länge eines Busses. Und auch da kann schon ausreichend sein, das Kind, was auf die Fahrbahn springt, zu übersehen. Was durch Ablenkung alles passieren kann, ist auch Testkandidatin Lara jetzt klar. Es ist im Kopf geblieben und ich werde da zusehen, dass ich da mich zurückhalte mit diesen Nebenaktivitäten. Das heißt jetzt keine SMS, kein Telefonat mehr am Steuer? Man kann ja an sich arbeiten. Der gute Vorsatz ist da. Ja. Jeder vierte Unfall geschieht durch Ablenkung, schätzt der ACE und fordert: Hände ans Steuer und Augen nach vorne. Die A1 bei Köln, September 2014. Ungebremst rast ein LKW ins Stauende. Der Unfallort ein Trümmerfeld. 7 Menschen werden verletzt, 2 davon schwer. Ein halbes Jahr später. Die Spuren des Auffahrunfalls sind immer noch sichtbar. Bis heute sucht die Kölner Polizei nach den Ursachen für das schwere Unglück. Kommissar Hartmut Schremmer leitet die Ermittlungen. So sah es hier an der Unfallstelle aus. Das ist das Spurenbild. Auf der rechten Fahrspur hatte sich ein Rückstau gebildet. Autos rollen im Schritttempo. Ein LKW nähert sich ungebremst. Dann kam halt dieser Unfallverursacher, der Sattelzug, hat offenbar das Stauende nicht gesehen und fuhr dann auf das letzte Fahrzeug erstmal auf. Mit Tempo 80 kracht der 40-Tonner zunächst in einen Kleintransporter. Dann schiebt der LKW 5 weitere Autos ineinander. Erst ca. 150 Meter nach dem ersten Aufprall kommt der Sattelzug schließlich zum Stehen. Was dafür spricht, dass er überhaupt nicht reagiert hat, selbst nach dem ersten Aufprall. Gebremst wurde er durch die anderen Fahrzeuge, die er vor sich hergeschoben hat. Also wir gehen von einem Momentversagen aus, von einer Unachtsamkeit. Das kann vielerlei Gründe sein. Da sind wir im Bereich der Spekulation. Der tschechische Lasterfahrer verweigert bis heute die Aussage, warum er das Stauende nicht gesehen und entsprechend reagiert hat. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Die Autofahrer haben nur knapp überlebt. Die haben sehr viel Glück gehabt. Hätte da ein LKW gestanden, wäre es mit Sicherheit schlimmer ausgegangen. Was passieren kann, wenn ein LKW in ein Stauende rast, simuliert dieser Crashtest des ADAC. Der Transporter schiebt 2 Autos vollständig zusammen. Insassen hätten kaum eine Überlebenschance. Ein Bungalow in der Nähe von Köln. Stefanie und Thomas Lipp waren mit ihrem Auto am Ende des Staus auf der A1. Auf dem Rückweg von einem Kurzurlaub. Zum ersten Mal sehen sie ein Video der Unfallstelle. Ja, schau. Das ist genau die Stelle, da ist unser Auto. Wahnsinn, das ist ja echt verrückt. Da ist ja nichts mehr von über. Wenn man sich überlegt, dass man da lebt, ausgestiegen ist. Die Wellnessreise war ein Geschenk ihres Sohnes. Zur Silberhochzeit. An das Ende ihrer Fahrt können sich beide bis heute nicht mehr erinnern. Ich habe auch gar nichts mitbekommen. Ich habe weder den LKW im Rückspiegel gesehen noch irgendwas gehört. Ich war wohl direkt weg. Ich bin noch einmal wach geworden, wo ich in den Himmel geguckt habe. Das ist alles, was ich daran noch in Erinnerung habe. Bis heute leiden beide unter den Folgen des Unfalls. Sie waren in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, bis Rettungskräfte sie aus dem Wrack bergen konnten. In der Klinik kämpften Ärzte stundenlang um das Leben von Thomas und Stefanie Lipp. Thomas Lipp lag nach dem Unfall 4 Wochen im Koma. Er musste mehrfach operiert werden. Also fangen wir oben an mit einer Hirnblutung, Gesichtsfraktur, eingerissene Lunge, Rippenserienfraktur auf der linken Seite, Nierenversagen und ein Haarriss in der Wirbelsäule am Dornfortsatz. Stefanie Lipp erleidet Gewebeverletzungen, eine gebrochene Elle und einen Oberschenkelhalsbruch. Über den Unfallverursacher urteilen beide sehr sachlich. Er wird es nicht mit Absicht gemacht haben. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, jeder Fernfahrer hat eine gewisse Verantwortung, weil er weiß, was für eine Waffe er hinten dran hat.
Da müsste man schon ein bisschen aufmerksamer fahren. Zusammen mit seinem Anwalt bereitet das Ehepaar eine Klage gegen den Fahrer des Sattelschleppers vor. Der Konditormeister und die Personalassistentin sind seit dem Unfall arbeitsunfähig. Ob sie je wieder in ihre Berufe zurückkehren können, weiß niemand. Oft kracht es, weil Lkw-Fahrer abgelenkt sind. Thomas Fiala und Frank Samari von der Autobahnpolizei Köln kontrollieren, ob Lkw-Fahrer am Steuer telefonieren, lesen oder etwa andere Dinge tun. Ja, ich habe 40 Tonnen, die mit über 80 km/h über die Autobahn fahren. Wenn ich da abgelenkt bin und übersehe das Stauende, dann gibt es Tote. Diese Aufmerksamkeitskontrollen sind dringend notwendig. Oh, ich glaube, der niest. Thomas hat in der Hand gehabt. Ich gehe mal davor. Die Beamten lotsen den Lkw auf einen Rastplatz, stellen den Fahrer zur Rede. Hallo, Autobahnpolizei, Fiala mein Name, ich hätte gerne mal Führerschein, Fahrzeugschein. Der Spanier fährt Gefahrgut nach Saragossa. Dass er am Steuer liest, obwohl er 23 Tonnen Chemie geladen hat, ist hochriskant, erklärt dem Kommissar Fiala. Ja, aber hier, lesen, ne? Ja, das geht nicht, ist zu gefährlich. Ja, nächster Lkw bremst und dann... Der Spanier sagt, er habe nur auf seinem Tablet-PC geprüft, ob er auf der richtigen Autobahn sei. Verboten sei das ja schließlich nicht. Aber es lenkt ab, es führt zu gefährlichen Situationen. Und das müssen wir den Leuten immer wieder klar machen. Die Ablenkung, das ist der Killer im Lkw. Auch eine kurze Unaufmerksamkeit kann am Steuer dramatische Folgen haben. Der Kölner Autobahnring ist der größte Verkehrsknotenpunkt Europas. Immer wieder kommt es hier zu schweren Unfällen, bei denen Lkw nahezu ungebremst in Stauenden krachen. Ein ganz großes Problem ist natürlich der nicht angepasste Abstand. Ja, die 50 Meter, die einzuhalten sind, werden oftmals unterschritten. In Verbindung mit Abgelenktheit im Fahrerhaus. Ja, die Fahrer die haben ein automatisiertes Getriebe, Tempomat. Es wird dann langweilig, die haben nicht mehr viel zu tun, ja, und dann geht es los mit anderen Tätigkeiten. Ja, da werden Filmchen geguckt, Papiere sortiert und. Und das Fahrzeug fährt quasi alleine. Solche Fahrer zu stoppen ist heute ihre Aufgabe. Mit einem Blick in den Seitenspiegel des Lkw sieht der Kommissar, was der Fahrer tut. So, schau mal eben rein. Jo, der telefoniert. Das Handyverbot am Steuer gilt selbstverständlich auch für Lasterfahrer. Eine einfache Freisprecheinrichtung würde helfen, doch viele halten das Handy immer noch in der Hand. Der Anhaltegrund, telefonieren während der Fahrt, genau. Genau, auch mit der rechten Hand, konnte man gut erkennen im Spiegel, es lenkt ab. Der Fahrer weiß das, trotzdem muss er ständig erreichbar sein, sagt er. Für wie gefährlich halten Sie das denn? Och, ich sag jetzt lieber nichts. Ja. Doch, ist ziemlich gefährlich. Die vier Punkte. Wer wie dieser Fahrer mit einem Handy in der Hand erwischt wird, muss zahlen. 60 € beträgt das Bußgeld. Ein Punkt in Flensburg kommt dazu. Andere Tätigkeiten dagegen sind nicht verboten, obwohl auch sie ablenken. Zum Beispiel das Hantieren mit einem Navigationsgerät. So ein Verhalten ist natürlich sehr gefährlich, weil der Fahrer ist total abgelenkt vom Straßenverkehr und kann auf plötzliche Situationen, die eintreten können, ja, Stauende, bremsende Verkehre, gar nicht mehr reagieren. Das ist gar nicht mehr möglich. Um Lkw-Fahrern die Ablenkungen zu beweisen, muss Fiala sie auf frischer Tat ertappen. Hat also in der linken Hand ein schwarzes Handy am linken Ohr. Die Kommissare erklären dem Fahrer seinen Fehler. Telefon. Telefon? Ja. Ja, Sie. Du. Sie haben genau das, schwarze. Eben auf der Autobahn. Und telefoniert. Der Chef des Fahrers ruft bereits wieder an. Jeder Dritte, so die Statistik, nutzt im Auto oder im Lkw sein Handy und ärgert sich, wenn er erwischt wird. Nach Angaben des ADAC sind bei Lkw-Unfällen zu geringer Abstand und Ablenkung häufige Ursachen. Also die Einsicht, dass das irgendwie gefährlich werden kann, dass er damit in Unfall verwickelt werden kann und, die sieht er gar nicht. Er sieht nur, er muss telefonieren, es muss er auch dafür bezahlen. Das ärgert ihn natürlich, ganz klar. Ja, aber die Einsicht, ich glaube, die ist nicht vorhanden. Ein mühsames Geschäft. Die Autobahnpolizei ist täglich unterwegs, um Lasterfahrer auf die Gefahren durch Ablenkung am Steuer aufmerksam zu machen. ADAC Fahrsicherheitszentrum. Thomas Eilers hat täglich mit dem Thema Sicherheit zu tun. Die Zahl der Verkehrstoten geht zurück, doch die Zahl der Unfälle steigt, warnt der Experte. Die Unfälle genau in diesem Stauendebereich haben immer mehr zugenommen.
mit immer verheerenderen Folgen. Und hier muss einfach nochmal aufgezeigt werden, dass hier ganz, ganz dringend Handlungsbedarf ist. Der ADAC hat in einem Crashtest einen typischen Stauendeunfall simuliert. Mit 70 km/h rammt ein Transporter zwei Pkw, die hinter einem Lkw stehen. Überlebenschancen null. Ja, wir sehen unterm Strich, dass für die Pkw-Insassen überhaupt kein Überlebensraum übrig bleibt. Die werden also zusammengeschoben wie Papierschachteln. Der Gesetzgeber hat reagiert. Ab November 2015 dürfen neue Lkw nur noch mit Notbremssystemen zugelassen werden. Diese Bremssysteme erkennen Hindernisse automatisch und stoppen das Fahrzeug. Der ADAC rät dennoch, am Stauende auch nach hinten schauen. Da wirklich aufmerksam den rückwärtigen Verkehr beobachten und im Zweifel auch wirklich die Entscheidung treffen, da wegzufahren. Ein Ausweichen über die Standspur kann Leben retten, wenn das Stauende wieder einmal übersehen wurde. Im ADAC-Fahrsicherheitszentrum können gefährliche Situationen geübt werden. Mit Cheftrainer Thomas Eilers wollen wir testen, wie wirken sich Ablenkungen am Steuer aus. Wir haben hier eine 280 Meter lange gerade Strecke hergestellt. Und die haben wir extrem schmal gestaltet, sodass wir extreme Präzision beim Autofahren brauchen. Aber letztendlich geht es nur geradeaus, also sehr vergleichbar mit einer Autobahnbaustelle, wo es ja unter Umständen auch mal ganz eng werden kann. Jana, Lenny, Hans-Ulrich und Christopher sind unsere Testkandidaten. Auf der Teststrecke ist heute auch Alexander Jürgens von der Fachhochschule Düsseldorf. Er zeigt eine spezielle Brille, die die Kandidaten während ihrer Testfahrt tragen sollen. Sie liefert dem Experten Daten über die Augenbewegungen während der Fahrt. Wir haben hier die Möglichkeit, das Auge aufzuzeichnen und können dann aus den Blickdaten ableiten, wo die Person, die die Brille getragen hat, hingeschaut hat. Kandidat Nummer 1, Christopher. Der 25-Jährige sagt ehrlich, nicht immer gilt seine ganze Aufmerksamkeit der Straße. Auch während der Fahrt natürlich gucke ich öfters auf mein Handy und beantworte mal irgendwelche Nachrichten. Die Eye-Tracking-Brille wird zeigen, wie genau achtet Christopher auf die Teststrecke. Den Verlauf seiner Blickrichtung erkennt man an den roten Punkten im Bild. Ohne Ablenkung fährt Christopher konzentriert. Die Testfahrt meistert er mit Bravour. Alle Pylonen bleiben stehen. Das Ergebnis war fehlerfrei. Zwei Hände am Lenkrad, der Blick auf die Straße, konzentriertes Autofahren. Und dann ist es ja keine unlösbare Aufgabe. Der Vergleichstest. Christopher hat ein Smartphone in der Hand. So, jetzt wollen wir eine SMS schreiben. In der SMS bitte einen Gruß an die Mama. Die roten Punkte zeigen, beim Tippen wandert Christophers Blick zwischen Handy und Strecke hin und her. Er fährt Schlangenlinien, räumt fünf Pylonen ab. Im Straßenverkehr hätte es so einen Unfall geben können. Ja, ein paar sind ja umgefallen. Das ist das Problem, ja. Was sagen Sie denn dazu? Wie gefährlich war die Fahrt? Ja, es war ähnlich gefährlich, wie wir es erwartet haben, weil die Konzentration ging aufs Handy, aufs SMS-Schreiben. Und dann ist plötzlich der Fahrer gar nicht mehr in der Lage, ein einfaches Geradeausfahren präzise herzustellen. Und dementsprechend gab es eben auch die Kollision. Kandidatin Nummer 2, Jana aus Köln. Die 21-Jährige sagt, sie fahre vorsichtig, aber manchmal auch abgelenkt. Muss ich zugeben, Nebenbeschäftigung mache ich natürlich auch. Trainer Thomas Eilers wird ihr zeigen, wozu Nebenbeschäftigung führen kann. Jetzt hätte ich gerne, dass du ein Selfie von dir machst, mit deinem Handy. Schon als Jana aufs Handy schaut, um die Kamera einzuschalten, fährt sie den ersten Pylon um. Beim Fotografieren verliert sie die Straße völlig aus dem Blick. Der nächste Pylon fliegt davon. Das Ergebnis? Ich habe Selfie geschafft, ja, aber ich habe einen Unfall gebaut. Letztendlich ist ja Feindberührung nichts anderes wie ein Unfall und ja, unter Umständen mit allen Konsequenzen. Alexander Jürgens von der Fachhochschule Düsseldorf kann mit den Daten aus der Eye-Tracking-Brille errechnen, wie lange Jana nicht auf die Straße geschaut hat. 4 Sekunden war sie im Blindflug. Wir können jetzt hier in der Analyse sehen,
dass die Probandin mehrere Sekunden lang weggeschaut hat bei dem Machen des Selfies. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Das Auge muss sich jeweils auch an die neue Umgebung gewöhnen. Das heißt, wir haben auf dem Handy ein dunkles Bild, dann haben wir draußen ein sehr helles Bild. Das Auge muss sich da jeweils darauf einstellen, dass wir also nicht nur die Zeit, die tatsächlich auf dem Handy ist, als Ablenkung haben, sondern auch jeweils diese Gewöhnungsphase. Auch Hans Ulrich aus Frechen macht im Alltag Fehler beim Fahren. Das gibt der 63-Jährige offen zu. Ich fahre abgelenkt Auto, weil ich geneigt bin, in der Türe eine Flasche Wasser zu haben, wo ich ab und zu trinke. Die erste Testfahrt ohne Ablenkung. Für den erfahrenen Autofahrer kein Problem. Doch im zweiten Durchgang kommt die Wasserflasche ins Spiel. Du sollst jetzt gleich die Wasserflasche nehmen, aufschrauben und möglichst während der Gassenfahrt trinken. Mit der Wasserflasche in der Hand fährt Hans Ulrich in die Gasse. Schon beim Öffnen hat er das Lenkrad nicht mehr voll im Griff. Ergebnis: Hans Ulrich kommt von der Strecke ab, fährt gleich mehrere Pylonen um. Wie gefährlich das Trinken während der Fahrt ist, wird dem Rentner erst jetzt so richtig klar. Weil ich stelle mir gerade so eine Baustellensituation auf der Autobahn vor, wo es relativ eng ist, wo Leute immer noch geneigt sind, links zu fahren, obwohl rechts die LKWs sind. Und dann so eine Situation, also muss ich sagen, da wäre die Gefahr gewesen, doch irgendwo eine Betonmarkierung zu berühren, so wie die Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Testkandidatin Lenny aus Köln sieht das alles nicht so eng. Wie so viele Autofahrer beschäftigt sie sich am Steuer mit anderen Dingen. Während der Fahrt auch mal nebenbei mache ich ganz, ganz viel trinken, auf jeden Fall, also Wasser. Wenn nötig, umnavigieren, aber tatsächlich nur als Ausnahme und auch mal texten. ADAC-Cheftrainer Eilers bittet Lenny, während der Fahrt zu essen. Das macht sie auch im Alltag. Auf der Strecke zeigt sich, bei so viel Ablenkung fliegen auch bei ihr die Pylonen. Der Test zeigt, schon kleine Ablenkungen verändern die Fahrergebnisse deutlich. Im Straßenverkehr hätte jeder so einen Unfall gebaut, mit unabsehbaren Folgen. Der Test hat unseren Kandidaten die Augen geöffnet. Christopher spricht für alle. Ich fand den Test absolut interessant, weil ich schon gemerkt habe, selbst bei einer Abwesenheit von 3 oder 4 Sekunden ich gar keine Reaktion mehr hatte und das schon sehr erschreckend war und ich gerne mal 3, 4 Sekunden während der Autobahnfahrt auch mal aufs Handy schaue oder aufs Navi. Fahrtrainer Eilers warnt vor gewohnheitsmäßiger Sorglosigkeit am Steuer. Denn mit jedem Tag, an dem nichts passiere, werde man leichtsinniger. Also die Ablenkung am Steuer ist, glaube ich, zukünftig das größte zu lösende Problem in Sachen Verkehrssicherheit. Gerade die Nutzung der Smartphones beim Autofahren, das nimmt eine wahnsinnige Überhand. Und das bedeutet aber, dass der Grad der Ablenkung brutal hoch ist und somit natürlich auch das Risiko ins Unermessliche steigen wird. Der Test zeigt, wer abgelenkt ist, macht schnell Fehler. Auf dem Trainingsgelände ist das harmlos, im Straßenverkehr ist es das aber nicht. Gelsenkirchen, morgens 7:30. Schulkinder suchen sich ihren Weg zwischen haltenden und fahrenden Autos. Auch das ist eine typische Situation, in der Autofahrer oft in Eile und abgelenkt sind. Die Polizei Gelsenkirchen will das verhindern. Wir haben hier eine Örtlichkeit ausgesucht, wo vielfach Eltern in zweiter Reihe das Fahrzeug anhalten und die Kinder dann in zweiter Reihe aus dem Fahrzeug aussteigen lassen, womöglich gar noch zur Fahrbahnseite hin, dass die Kinder dann ungesichert auf der Fahrbahn stehen und dort natürlich auch potenzielle Opfer von Verkehrsunfällen sein können. Ein Vater bringt seinen Sohn. Der Kleine sitzt auf dem Fahrradrahmen. Äußerst riskant, findet Kommissar Thomas Wilger und schreitet ein. Nee, das darf aber nicht sein. Bitte nicht auf der Stange. Das ist doch brandgefährlich, wenn er da runterfällt. Können Sie doch gar nicht festhalten. Gerade Eltern sind oft eine Gefahr für Kinder auf dem Schulweg. Vor der Schule herrscht absolutes Halteverbot. Doch das stört eilige Mütter und Väter nicht. Selbst direkt neben den Polizeibeamten halten sie an, um ihre Kinder auszuladen. Da vorne ist eine Einfahrt, da fahren wir bitte hin. Das ist ungefähr 30 Meter weiter. Der Vater sagt, er sei spät dran. Seine Tochter solle sicher zur Schule kommen. Kommissar Wilger redet ihm ins Gewissen. Das ist doch gefährlich für die anderen Kinder. Für ihr Kind ist das jetzt sicher, das ist klar. Aber für die anderen Kinder ist das also brandgefährlich. Ich möchte Sie wirklich bitten, dass Sie das nicht mehr machen, dass Sie ein paar Minuten eher losfahren. Der Vater ist einsichtig. Kommissar Wilger belässt es bei einer Ermahnung. Die Ausreden eiliger Eltern kennen die Beamten.
Auch diese Mutter hat ihr Kind im Halteverbot rausgelassen. Ihre Begründung? Ich muss um 8:30 auf der Arbeit sein und ich muss auch noch meinen Hund nach Hause bringen. Okay. Da kommt das, so eine Polizeiaktion, dann nicht so gut für Sie? Nee, absolut nicht. Die Frau am Steuer sieht nur ihren Zeitdruck. Die Beamten erklären das Problem. Und Kinder sind nun mal klein, können den Verkehr nicht einschätzen, laufen auf die Fahrbahn und dann ist eben die besondere Gefahr da gegeben. Und diese Argumente, ich hab's eilig, ich hab Termine, ich bin im Stress, ich muss zur Arbeit, die kann man einfach nicht gelten lassen. Niemand gefährdet Kinder absichtlich. Aber der Kommissar möchte sicher sein, dass seine Ansprache verstanden wurde. Und da bitte ich Sie noch mal demnächst, ein anderes Verhalten hier an den Tag zu legen. Das ist einfach zum Schutz der Kinder erforderlich. Eine gewisse Vorbildfunktion haben Sie auch, da müssen Sie auch gerecht werden. Alle 19 Minuten verunglückt ein Kind auf deutschen Straßen. Ali Rath wurde auf dem Schulweg angefahren. 4 Jahre ist das bereits her, doch erst vor wenigen Wochen wurde der Schüler erneut operiert. Da vorne, genau da vorne an der Kreuzung ist mein Unfall passiert. Es ist der 27. Januar 2011. Ali geht bei Grün über diese Ampelkreuzung. Ein Autofahrer übersieht den Schüler. Als ich hier war, wurde ich dann vom rechts abbiegenden Fahrzeug überfahren. Alles geht sehr schnell. Den Aufprall erlebt Ali bei vollem Bewusstsein. Danach bin ich mit dem Gesicht gegen die Motorhaube und rückwärts gefallen. Aber zum Glück auf meiner Tasche, sonst hätte ich mir eine Schädel gebrochen auf dem Asphalt. Rettungssanitäter bringen Ali ins nahegelegene Krankenhaus. Der damals 11-Jährige wird untersucht und geröntgt. Dann steht die Diagnose fest. Schien- und Wadenbein sind doppelt gebrochen. Außerdem hat Ali einen Nasenbeinbruch und schwere Prellungen am ganzen Körper. Der Junge wird sofort operiert. Als seine Mutter erfährt, dass ihr Sohn auf dem Weg zur Schule angefahren wurde, eilt sie sofort zu ihm in die Klinik. Diesen Tag wird seiner Brat nie vergessen. Es war schrecklich. Das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Nach dem Unfall folgt eine dramatische Zeit für die ganze Familie. Alis Narben entzünden sich. Nach weiteren Operationen und Wochen im Krankenhaus wächst sein rechtes Bein schief zusammen. Schließlich ist es 3,5 cm kürzer als das unverletzte linke Bein. Die Narben zeigen die Torturen der letzten Jahre. Seine Lebensqualität beschreibt der 15-Jährige so. Eingeschränkt halt. Ich konnte nicht Sportarten oder so, wo ich gemacht hätte, durfte ich nicht. Weil ich zum Beispiel schief gelaufen habe und so. Ja. Er konnte eigentlich nichts mehr so unternehmen, vor allem nicht alleine. Also es musste immer einer dabei sein. Mehr als 28.000 Kinder verunglückten allein 2013 im Straßenverkehr. Für die Polizei Gelsenkirchen Anlass genug zur Kontrolle. Die Beamten stehen an einer Straße, die von vielen Kindern überquert wird. Vor 2 Jahren ist es so gewesen, dass einige hundert Meter weiter, genau auf dieser Straße, ein Kind tödlich verunfallt ist. Und da hier von der Messstelle aus gesehen in unmittelbarer Nähe sich 2 Grundschulen und eine Hauptschule befinden, haben wir diese Stelle ausgesucht, um dann auch die Geschwindigkeit an dieser Stelle messen zu können. Hier gilt Tempo 50, doch nicht jeder hält sich daran. Der Sprinter 65. Ein Getränkelieferant auf dem Weg zu seinem Kunden. Er hat es eilig. Jetzt muss er sich Zeit nehmen für Kommissar Wilger. Wird das ausgesprochen? Sind zu schnell gefahren. Jupp. Hab ich gar nicht gemeint, gar nicht. Wir haben das. 25 € Bußgeld sind fällig. Der Fahrer sieht seinen Fehler ein. Er weiß, dass 3 Schulen an dieser Straße liegen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht auf Karre geachtet so richtig. Und das sind jetzt die 15 km, okay, die muss man zwar einhalten, aber ich habe das wirklich nicht drauf geachtet. Ich habe das einfach nicht gesehen. Ja, waren Sie ein bisschen abgelenkt? Ich war ein bisschen abgelenkt. 15 km/h zu schnell sind im Stadtverkehr keine Bagatelle. Kommissar Rochel möchte, dass der Fahrer genau das versteht. Man muss sich mal eins vor Augen führen. Wenn man mit 50 hierher fährt, überleben 8 von 10 Fußgänger oder Radfahrer diesen Unfall. Wenn sie mit 65 hierher fahren und es kommt zum Zusammenstoß, dann sterben 8 von 10. Das ist schon eine große Diskrepanz und man sollte da mal langsamer fahren. Ja. Der nächste Fahrer wird mit Tempo 62 gemessen. Kommissar Wilger erklärt ihm, warum 12 km/h zu viel keine Kleinigkeit sind, wenn Schulkinder die Straße überqueren. Wenn Sie 50 fahren, können Sie noch eine Bremsung durchführen. Wenn zum Beispiel ein Kind vorhin über die Fahrbahn läuft, wenn Sie 60 fahren, dann werden Sie dieses Kind
mit einer gewissen Restgeschwindigkeit noch erwischen. Sie können dann nicht mehr bremsen. Ganz einfach. Auch wenn Sie jetzt so formulieren, es sind nur 9 km/h, es sind ja effektiv 12 km/h. Dass 50 km/h die Höchstgeschwindigkeit innerorts ist, wird im Alltag schnell vergessen. Hatten Sie es eilig oder waren Sie abgelenkt? Ja, eilig. Also ich muss zur Arbeit und bin halt auf dem Weg. Aber es lässt sich jetzt mal nur nicht ändern. Sollte sich aber. Und bis dahin werden die Schulwegkontrollen weiter stattfinden. Schulweg, Schulzeit, Kinderunfälle sind Stichworte, ganz pragmatisch, die in ihrer Wichtigkeit kaum zu unterschätzen sind. Insofern, diese Kontrollen sind wichtig, weil es eben um die Gesundheit unserer Kinder geht. Alleine an dieser Stelle messen die Beamten heute in kurzer Zeit 12 Temposünder. Zurück in Moers. Ali Rath wurde auf einem Fußgängerüberweg angefahren. Rund 20 Operationen, große und kleine, hat er hinter sich. Bis heute kann niemand sagen, ob Alis Bein ohne jede Einschränkung wieder heilt. Deshalb ist auch die Frage noch nicht entschieden, wie hoch sein Anspruch auf Schmerzensgeld ist. Die Schuldfrage aber ist eindeutig geklärt. Die Polizei hat direkt gesagt, dass der Autofahrer dran schuld ist. Der Ali ist ja über Grün gelaufen. Er war ein Linksabbieger, hätte somit halten müssen. Er wollte wahrscheinlich nicht ein paar Minuten zu spät kommen. Ein paar Minuten Zeitgewinn für den Fahrer. 4 Jahre Leiden für Ali. Bei dem Unfall wurde sein linkes Bein gebrochen. Immer wieder musste Ali operiert werden. Die Röntgenaufnahmen zeigen zahlreiche Schrauben, die das Bein stabilisieren. Alis Mutter hadert bis heute mit dem Autofahrer, der ihren Jungen angefahren hat. Als Mutter kann dem Fahrer nicht verzeihen. Auch wenn der Ali ihn verzeihen kann, ich kann das nicht. Ich musste mitsehen, wie mein Sohn leiden musste und auch qualvolle Schmerzen hatte. Ende des Jahres werden die Schrauben aus Alis Bein entfernt. Dann, hofft seine Mutter, kann auch sie den Schulwegunfall endlich vergessen. Zurück im ADAC-Fahrsicherheitszentrum. Gefährliche Situationen am Steuer können hier sicher trainiert werden. Wir testen, wie sich Ablenkungen am Steuer auf das Fahren auswirken. Im Test haben wir eine Wasserfontäne, die das Hindernis im wirklichen Leben simulieren soll. Das heißt, das plötzlich auftauchende Kind aus der Seitenstraße oder das Fahrzeug, was die Fahrbahn quert. Oder einfach der Vordermann, der hart in die Bremse geht. Und unsere Testkandidaten sollen hier reagieren. Jana, Lenny, Hans-Ulrich und Christopher freuen sich auf ihre Aufgabe. Mit dabei ist auch Alexander Jürgens von der Fachhochschule Düsseldorf. Während der Testfahrten werden die Kandidaten eine spezielle Brille tragen. Sie liefert dem Experten Daten über die Augenbewegungen während der Fahrt. Alexander Jürgens erklärt, wie die Brille funktioniert. Also wir haben hier eine Eye-Tracking-Brille. Die Brille zeichnet auf, wo Sie hinschauen während der Fahrt. Auf dieser Seite haben wir eine Kamera eingebaut, die das Auge filmt, in diesem Fall das rechte Auge. Und hier vorne ist eine zweite Kamera eingebaut, die in die Richtung filmt, in die Sie schauen. Als Erste startet Lenny aus Köln. Dass das Handy am Steuer gefährlich ist, weiß sie. In gewissen Situationen sei es aber nötig. Ja, manchmal geht es nicht anders, wenn man sich verspätet, zum Beispiel jetzt zum Job oder irgendwas. Ne? Dann hat man keine andere Wahl, um professionell zu bleiben, muss man zumindest mal Bescheid sagen. Lenny fährt konzentriert, nichts lenkt sie ab. Problemlos bremst sie rechtzeitig vor der Wasserfontäne. Alles im grünen Bereich. Jetzt soll sie während der Fahrt eine SMS schreiben. Die roten Punkte der Eye-Tracking-Kamera zeigen, Lenny ist total abgelenkt. Und so passiert es. Hast du das überhaupt gesehen? Was war das denn? Das habe ich. Hast du das überhaupt gesehen? Nein! Die Fontäne erscheint wie ein plötzliches Hindernis. Überraschend und an verschiedenen Stellen der Teststrecke. Lenny fährt ungebremst hinein. Hätte ein Unfall sein können, oder? Das stimmt. Ja, na klar. Also das war durchaus noch im Reaktionsfeld des Fahrers. Und ohne Ablenkung hätte sie auch durchaus eine Entscheidung getroffen. Aber hier fehlte einfach die Zeit, weil die Augen waren nicht auf der Straße, die Gedanken waren wahrscheinlich auch nicht da. Und dann fehlt einem die Zeit. Zeit ist beim Autofahren immer Weg. Als Nächster geht Christopher auf die Teststrecke. Auch dem 25-Jährigen fällt es schwer, am Steuer das Handy aus der Hand zu lassen. In wichtigen Fällen mache ich das auch während der Fahrt, dass ich auf mein Handy gucke und immer aktuell gucke, ob ich Nachrichten bekommen habe oder nicht. Christopher geht auf die Strecke. An welcher Stelle vor ihm die Wasserfontäne auftauchen wird, weiß er nicht.
Doch ohne Ablenkung, die Straße im Blick, ist der Test kein Problem. Eine Vollbremsung, das Auto steht vor dem Hindernis. Yes! Er hat sofort reagiert, hat er auch gut gemacht. Die Bremse war gut. Jo, und dann hat man einen kalkulierbaren Bremsweg und die Notsituation ist vielleicht sogar schon entschärft. Christopher soll dieselbe Strecke noch einmal fahren, jetzt dabei aber eine Adresse ins Navi tippen. Alltag in vielen Autos. So, und tipp mal ein. Kölner Dom, bitte. Kölner Dom. Wer tippt, der sieht die Straße nicht. Als Christopher die Fontäne erkennt, ist es für eine Notbremsung zu spät. Keine Chance, komplett aufs Navi konzentriert, versucht es einzugeben und das Hindernis war völlig überraschend. Er war mitten in der Fokussierung von seinem Navi. Ne, wo sind die Buchstaben? Das Hindernis kommt. Ich denke eigentlich, es ist Zeit. Für ihn aber nicht, weil er war abgelenkt. Wer bei 60 km/h 3 Sekunden wegschaut, fährt in dieser Zeit fast 50 Meter. Alexander Jürgens wertet das sogenannte Eye-Tracking aus. Der Proband hat also 3 Sekunden lang getippt. Dann hat er tatsächlich im peripheren Blickbereich, also außerhalb des Blickfokuses, das Wasser hochschießen sehen. In dem Moment wandert der Blick rüber. Das können wir sehr schön über das Eye-Tracking sehen. Dann bleibt aber nur noch wenig Zeit, um genau zu sein, 2,5 Sekunden, um zu reagieren. Und das ist die Zeit, die ihm dann fehlt. Und dann fährt er komplett durch die Wand. Die nächste Kandidatin ist Jana aus Köln. Seit 3 Jahren hat die Auszubildende den Führerschein und sagt, sie sei eine sichere Fahrerin. Doch manchmal lasse auch sie sich ablenken, gibt die 21-Jährige zu. Konzentriert geht Jana auf die Strecke. Trotz der tiefstehenden Sonne erkennt sie die Wasserfontäne rechtzeitig. Nichts lenkt sie ab. Da war wirklich eine blitzschnelle Reaktion, auch ein angemessenes Handeln. Und ja, so muss es sein. Tester Eilers stellt Jana jetzt auf eine harte Probe. Sie soll sich während der Fahrt schminken. Auch das ist jeden Morgen auf deutschen Straßen zu beobachten. Die Folge: Lippenstift und Schminkspiegel hat Jana gut im Visier. Die Straße weniger. Uah. Im Straßenverkehr wäre jetzt sicher ein Unfall passiert. Das Hindernis kam, da gab es null Reaktion, null. Dann ging es ins Hindernis rein, null Reaktion. Und danach, ui, das hat gescheppert. Also da hat man gesehen, der Fokus war wirklich komplett in Sachen Lippenstift. Und das Autofahren war eigentlich ausgeblendet. Ja. Kandidat Nummer 4 ist Hans Ulrich aus Frechen. Der 63-Jährige fährt seit mehr als 45 Jahren Auto. Auch seine Fahrt zeigt, wer wirklich konzentriert fährt, bremst deutlich früher. Mehr als 30% aller Autofahrer geben zu, dass sie während der Fahrt auch mit Handy oder Navi hantieren. Diese Blindflüge am Steuer haben schlimme Folgen. Auch unser Test hat das gezeigt. Es war eindrucksvoll zu sehen, wie wichtig es ist, so diese entscheidende Sekunde, diese Aufmerksamkeit zu haben, speziell dann, wenn es vor dem Fahrzeug brenzlig wird. Auch die Kandidaten sind stark beeindruckt. Lenny spricht für alle. Egal, wie viel man sich einbildet, dass man multitaskingfähig ist und so weiter und man sich mal ein bisschen ablenken kann, dass es im Fall der Fälle tatsächlich fatal enden kann. Das habe ich gelernt, ganz deutlich gesehen auch an der Wasserwand. Und ich habe mir vorgenommen, das in Zukunft noch mehr einzuschränken beim Fahren. Die Polizei schätzt, dass mittlerweile bei jedem 4. Verkehrsunfall Ablenkung mit im Spiel ist. Diese 4 wollen es ab jetzt besser machen.